Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Vor kurzem habe ich angekündigt, dass ich mache eine Kooperation mit Steffi Kocht ein. Die hat auch einen Kanal bei YouTube, aber die ist Chefin von einer Firma aus Berlin, Gläser und Flaschen. Habe ich mir da jetzt bei ihr ausgesucht, ein paar Sorten von den Gläsern und jetzt habe ich mein Paket bekommen. Das ist ein Set, es heißt Bauernhof Ferien Niedersachsen 2020. Und in diesem Set werden die 6 so eine kleine Erdbeergläschen, dann 6 solche Gläschen, perfekt für kleine Mähne, für Gelees oder sowas. Und dann so ein Gläschen. Finde ich auch total perfekt, zum Beispiel ein Kochen von Pizzasauce. Genau eine Norm für eine Pizza. Auch sehr perfekt. Und dann gefallen mir auch diese Essgläser und habe ich auch davon bestellt. Das sind die 500 ml Gläser mit so einem Deckel. Und diese Gläser erinnert mich an die Gläser von dem Karlsdorf, diese Erdbeerdorf, wo alles so mit Erdbeer zu tun ist. Wenn wir da früher immer so Marmelade gekauft oder diese Popcorn manchmal Kinder gekauft, habe ich immer diese Gläser aufgehoben und immer auch meine Marmelade da eingekocht. Diese Gläser verwende ich für das Heißabfüllen. Zum Beispiel, wenn es werden die so Gemüseeintöpfe gemacht ohne Fleisch, dann koche ich es nicht mehr ein, sondern heiß abfüllen. Dann kann ich diese Gläser auch gut verwenden oder natürlich für Marmelade oder Säfte und so weiter. Kann man auch gut verwenden. Auch für was ist gut? Für Fermentieren. Da hast du immer nur ein bisschen von Möhren, von Rote Beete oder was ihr da möchtet, ein bisschen Sauerkraut machen, dass man nicht zu lange an einem Glas sitzt, einfach in so eine kleinere Gläschen das reinzumachen. Naja, aber die Idee war so, das ist jetzt Weihnachtszeit und solche Gläser kann man auch verschenken. Und verschenken nicht unbedingt leer, sondern auch füllen. Wie zum Beispiel habe ich jetzt Weihnachtspralinen reingemacht, schöne Schleifchen. Kokosmakronen, gebacken, abgekühlt und hier in die Gläschen reingemacht. Kann man auch für Aufbewahren die gut benutzen. Zum Beispiel hier passen schön meine Walnüsse, schön dicht zu, auch perfekt. Habe ich heute auch noch Müsli gemacht. Und zum Beispiel auch diese Müsli kann man schön in Glas verpacken, schöne Schleifchen aufschreiben, was da alles so ist und auch zu verschenken. Und jetzt vor der Weihnachtszeit oder Adventszeit, wenn Sie gehen zu unserer Liebsten oder Freundin zum Kaffee. Das kann ich meine Enkelin schenken, weil die mag sehr gerne Müsli. Früh vor der Schule isst sie gerne Müsli. Da kann ich doch so eine nette Geste machen. Sieht schön aus. Zu diesem Bauernhof-Ferien-Set gehören auch noch dazu 3 so Deko-Schleifchen. Hier für die Erdbeergläschen, wie ich schon hier gemacht habe, so ein grünes Blatt, auch Salz. Und sogar die Erdbeer, so ein Etikett. Kann man oder schreiben auf die andere Seite das Rezept, was da drin ist. Ich habe zum Beispiel jetzt meine kandierte Erdbeer reingemacht. So, ich habe die Erdbeer in die Streifchen geschnitten und dann in Zucker kurz vorgekocht, in Zuckersirup und dann trocken gelassen. Och, das duftet, das ist ja Wahnsinn. Muss man schnell den Deckel zumachen, dass es nicht verduftet. Das wunderbare Erdbeerduft sieht auch sehr schön aus. Und das ist auch dann auch schön dekoriert. In diese kleinere Gläschen kann man auch schön verpacken. Und gibt es auch dazu ein Set,
Etikett kann man schön hier Etikett draufkleben und aufschreiben, was da ist oder für wem es das ist. Auch gleich Gummi dabei und auch so eine Auflage, so eine braune, so ein Deckchen. Und noch ein, das ist das zum Beispiel in so eine rot gepunktete. Kann man zum Beispiel für den Glas nehmen. Aber das ist nach Geschmack und wer was so gerne möchte, das machen. Ich habe mir auch noch solche Etiketten bestellt, jetzt für Weihnachten. Nicht unbedingt für das Glas. Ich glaube, für viele Sachen kann man das machen. Das ist zum Abreißen, so ein Etikett. Und unterschiedliche Motive. Sehr schön. Richtig, sehr schön. Ich glaube, das sind die 24 Stück. Genau, kann man sogar mit denen ein Adventskalender basteln und das auf jedes Säckchen oder auf jedes Gläschen so ein Ding reinmachen und eine Nummer einfach schreiben. Tolle Sachen hat sie dabei. Wirklich sehr schön. So was zum Beispiel auf den Glas drauf machen. Perfekt. Gefällt mir sehr. So ein Anhänger. Hände gemacht. Kann nur empfehlen, zu denen in den Shop reinschauen. Und wenn ihr wollt mich unterstützen, dann ist das unten unter dem Video ist ein Link. Wenn ihr auf diesen Link draufklickt, kommt ihr gleich zu Steffi auf ihren Shop und könnt ihr einfach durchstöbern und mal was aussuchen. Und wenn ihr was kauft, dann bekomme ich eine kleine Provision, obwohl euch kostet es nicht einen Cent mehr. Aber damit könnt ihr mich auch mal ein bisschen unterstützen. Und ich bin euch auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. So, was wollte ich noch mal euch zeigen? Was kann man in diese Gläschen einpacken? Ich habe richtig hier voll auf meinem Tisch und mache jetzt meine Kamera ein bisschen runter, dass ihr das besser seht. Ich möchte gerne euch noch ein paar Anregungen machen, mit was könnt ihr eure Gläschen füllen und Freude für eure Liebsten oder Freunde oder Familie, Kinder, Eltern, Großeltern machen. Ich habe im Laufe des Sommers, Frühes und Herbst trockene viele Sachen. Ich habe zum Beispiel auch schon genug Gemüsebrühe vorbereitet. Es ist schon richtig klein gemacht, aber ich habe auch noch viele Gläser, wo zum Beispiel nur die Möhren, Paprika, alles so getrennt ist. Und wenn mir was Besonderes möchte ich machen, dann hole ich mir das oder das und zermale ich es dann für die bestimmte Sache. Sonst bereite ich mir meine so Standard Gemüsebrühe und wenn ihr so ein Gläschen mit Gemüsebrühe auffüllt und schön aufschreibt, schöne Etikett macht und dann so eine schöne Haube noch oben drauf macht, da werden die doch freuen, eure Eltern, Großeltern oder Kinder. So, was habe ich da noch? Zum Beispiel Brennnesseltee, diese fermentierte Brennnesseltee. Für die Teeliebhaber kann man auch schöne Tee machen, einfach schöne Mischungen machen. Oder wenn ihr wisst, dass zum Beispiel jemand irgendwelche Leiden hat, dann macht ihr so einen Tee, was es für denen ist passend. Wie zum Beispiel Goldrute, wenn ihr wisst, dass einer ein bisschen mit den Nieren Probleme hat. Brennnesseltee auch für die Blasen oder allgemeiner für die Immununterstützung. Die kann man sogar zum Beispiel jetzt für die Wintertee dazugeben. Ich habe zum Beispiel hier Ingwer, kandierte Ingwermehl gemacht, dann getrocknete Spitzwegerich, Holunderblüten und dann Brennnessel. Und das kann man zusammen mischen. Dazu, dass es einfach schön aussieht im Glas, kann man auch getrocknete Blüten machen. Ich habe zum Beispiel hier Teerose. Och, wie duftet meine Döschen. So eine obendrauf einfach so eine Blüten machen. Oder Kornblumen.
ist wunderschön. Sieht auch farblich, riecht sehr schön und auch in die Gläschen dann sieht auch sehr schön. Oder macht ihr für bestimmte Personen Notagetis-Blüten. Die kann man auch dazu mischen mit den anderen Teen. Ich habe hier auch die Pfingstrosenblätter. Für die Backen kann man auch Mischungen machen. Zum Beispiel jetzt vor Weihnachtszeit wird viel benutzt von Zitronat, Orangenat. Kann man noch ein paar Rosinen dazu mischen auch, ja? Und zum Beispiel so eine Mischung in ein Gläschen machen. Einfach so schichten und verschenken. Wunderbar. Habe Hagebuttenpulver gemacht. Das ist nur Hagebuttenpulver mit bisschen auch Kernen auch zermahlen. Aber ich habe noch andere Mischung, Hagebutten, dann Apfelschale, habe trocken gelassen und ein bisschen auch Zitronenschale. Und das habe ich zusammen gemischt, sieht so richtig pulverisiert, aber duftet. Und das kann man auf den Kelloggs machen oder in Smoothie mal reinmachen. Oder sogar beim Backen kann man so ein, zwei Teelöffelchen dazu nehmen. Wunderbar. Und damit kann man wirklich so schöne Sachen machen und verschenken. Dann rote Basilikumblätter, sehr gesund auch als Tee zu trinken. Getrocknete Chilirinde zum Kochen. Oder zum Beispiel habe ich Mischungen gemacht zum Anlegergemüse, ja, zum Anleger Gurken, Tomaten oder was wieder so anlegen, Zucchini. Das ist auch so eine Mischung gleich schon aus alle unterschiedlichen Gewürzen fertig gemacht. Und noch was will ich zeigen, das ist Fruchtleder. Fruchtleder geht immer gut. Und die kann man auch schön rein in die Gläschen machen. Sieht wunderbar schön aus. Und freuen Sie sich, ob das klein oder groß, freuen Sie sich wahnsinnig wie. So, das habe ich euch gezeigt, was kann man in die Gläschen machen. Aber jetzt möchte ich euch auch noch zeigen, wie kann man in so ein Glas eine Backmischung reinmachen und einfach zu verschenken. Zum Beispiel machen wir so eine Mischung für die Cookies. Nehmen wir so ein sauberes Glas. Ich habe die alle schon abgewaschen und trocken gemacht. Dazu im Paket war so ein Trichter. Und da können wir sogar den gleich nutzen. Und dann werden wir in diese Glas es schichten. Ich werde erstmal ganz unten Haferflocken reinmachen. Ich habe alles abgewogen und unten in die Beschreibung gebe ich euch auch gleich Rezept. Obendrauf gebe ich nur die Hälfte von dem Mehl. So, dass wir einen schönen Kontrast haben, mache ich ein bisschen von dem Zimt, aber nur am Rand. Richtig mit dem Löffel gehe ich nur am Rand und streue so. Ungefähr so ein Teelöffelchen wird für diese Mehle reichen. So, jetzt geben wir noch ein bisschen Mehl, Prise Salz, Backpulver, für diese Mehle nur Hälfte von dem Teelöffel und ganz bisschen so auf den Teelöffelspitze von Natron. Dann brauner Zucker, ein bisschen auch mit dem Löffel, restliche Mehl, so verteilen noch ein bisschen, restliche braune Zucker. Dann etwas noch ein bisschen weißer Zucker. Schaut, wie schön das sieht aus. Richtig schön. Und dann obendrauf geben wir erstmal Schokotröpfchen. Und Rest, wir müssen bis oben hin voll machen. Und dann obendrauf geben wir Smarties. Und machen mit denen Smarties richtig voll, dass sozusagen im Glas wird nichts geschüttelt. Und diejenige, welche wird das backen, einfach nimmt sich ein paar diese Linsen ab und kann die einfach so mal essen oder gebt ihr auch obendrauf auf die Cookies. Schaut, wie toll sieht so ein Mischung. Und ich habe mich noch entschlossen, ein bisschen Kräutersalz machen. Aber nicht so direkt mit den Kräutern, sondern mit ätherischen Ölen. Und diejenigen, welche ätherische Öle auch zu Hause haben, können das
nachmachen. Für diese kleinen Gläschen habe ich jetzt hier 5 Öle reingestellt. Thymian, Basil, Majoran, Rosmarin und Lemon. Von den Kräuterölen gebe ich nur ein einziger Tropf und von Lemon gebe ich 3. So, ein Tropf Thymian, ein Tropf Majoran, ein Tropf Basilikum. Und das muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und nur ein Tropf geben. Und von Lemon kann man schon 3 machen. Das werden wir schön umrühren. Und Salz habe ich genommen, Meersalz. Ist auch fein, am besten natürlich grobes Salz nehmen. So. Und natürlich, dass es ein bisschen kräutermäßig aussieht, müssen wir was Grünes dazu geben. Sonst kann man auch nur tierische Öle drin lassen. Aber ich gebe so 2 Teelöffel von dem Bärlauch. Vermischen wir und haben wir uns wunderbare Kräutersalz für Salate, für Suppe, für Fleisch, für die Gemüseaufläufe, alles Mögliche. Mache einfach zu und schüttelt mal in Glas. Das Glas am besten immer zuhalten, dass die ätherischen Öle werden nicht verdampfen. Bitte schön, ein super Geschenk auch zum Mitbringen. So, meine Lieben, ich habe jetzt ein paar Gläschen noch vorbereitet, schnell euch zu zeigen. So, das ist unsere Cookies-Mischung. Habe ich schon draufgeschrieben, was muss man dazu geben. Und auf die andere Seite habe ich auch gleich Zubereitung geschrieben. Diese Gläschen jetzt mit den kandierten Erdbeeren. Schick sieht aus. Hier habe ich jetzt schnell gemacht ein Erkältungstee. Schaut ihr, wie schön sieht das alles. Und gleich aufgeschrieben, was in diese Gläschen ist. Dann haben wir jetzt auch noch Kräutersalz gemacht mit den ätherischen Ölen und ein bisschen Bärlauch. Hier habe ich jetzt Brennnesselsamen. Eigentlich ein super Food zum Mitbrennen. Hier habe ich jetzt Gemüsebrühe. Auch schön mit Etikett. Schöne Röckchen hier drauf, eiweißreichen Knuspermüsli und dann auch noch hier die Plätzchen, die Bonbons. Na, das nicht unbedingt zu mitbringen, das habe ich nun gezeigt, das kann man auch vorrat machen und das ist in mein anderes Gläschen. Dann Fruchtleder. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch mein Video gefallen und ihr bekommt diese Anregungen, was mal aus der Küche alles mitbringen kann man, besonders jetzt in Weihnachtszeit. Und wenn ihr wollt mich unterstützen, dann könnt ihr bei Steffi in ihrem Shop mal stöbern und wenn ihr was da kauft, dann bekomme ich eine kleine sozusagen Provision. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Geschenke machen aus der Küche. Eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich euch auch mit eurer Liebsten, mit eurer Freundin. Und es kann man natürlich noch so viele Sachen machen, wie zum Beispiel gebrannte Mandel oder Bratapfellikör oder Orangenlikör oder Marmelade und Gelee. Wirklich kann man sehr viele Sachen machen. Das werde ich noch in meine leeren Gläschen auch was auffüllen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim ganze Vorbereitungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!